nicht nur Manfred ist umgezogen Richtung Norden, wie er in seinem Video schon angekündigt hat, sondern auch die Remote Viewing Academy aus Freiburg ist umgezogen, ebenfalls in den Norden, aber nicht ganz so weit, sondern nur bis Kassel. Und wir zeigen euch jetzt mal die Matrix. Das ist nämlich der neue Seminarraum in der Nähe von Kassel. Öffnen die Tür. So. Das ist unser neuer Seminarraum mit Küche. So, Marie versteckt sich vor der Kamera. Ja, das ist unser neuer Seminarraum hier. Hier haben wir eigentlich alles da. Wir haben einen Tisch da, wo wir die Theorie und die Sessions machen. Wir haben eine Couch da zum Entspannen. Wir haben die Küche da, falls getrunken und gegessen werden muss, was immer der Fall ist. Ja, falls ihr euch fragt, wo wir hier gerade sind, gehen wir mal an die Karte. Ihr seht an der Karte, oben ist Kassel in Hessen. Unten ist Marburg, wenn man das lesen kann. Und wir haben Fulda. Und wir sind hier in einem wunderschönen Ort, mitten in der Natur, mehr oder weniger, in Balhorn, in Bad Emstal. Und wie ihr seht, ist es nicht weit von Kassel entfernt. Das sind ungefähr 15 Kilometer. 15 bis 20 Kilometer. Also wer immer uns besuchen möchte, kann das natürlich mit dem Auto tun. Oder der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ist ganz wunderbar mit dem ICE erreichbar, eigentlich von fast überall. Ja, ansonsten, was haben wir hier? Ganz wichtig, Bonbons, die extrem lecker sind, aber ich weiß nicht, ob bis zum nächsten Seminar noch welche da sind. Und natürlich unser Name. Ja, was haben wir noch? Ja, versteck dich ruhig. Komm, sag auch mal was. Da haben wir das Bild von der Annika, das sie uns extra gemalt hat. Ich finde, das passt ganz wunderbar hier rein. Das hat sie echt großartig gemacht. Danke, Annika. Ja, ansonsten, guck mal da, ist der Manfred. Da waren wir in Dänemark, stimmt's? Mhm. Manfred. Ja, ansonsten, da haben wir noch den Markus, das war im Froschsalon. Hallo, Markus. Hallo. Ja, okay, das ist der neue Seminarraum. Wir freuen uns auf euch, falls ihr euch entscheidet, für ein Seminar herzukommen. Und bis dahin, bleibt sauber.